Hallo, ich bin Yannick und ich bin seit Juli 2022 im Camper in Europa unterwegs. Ich bin mehr oder weniger zufällig durch meine Freundin Jasmin ins sogenannte Vanlife geraten. Davor habe ich den Begriff noch nie gehört. Wenn man sich die Vanlife-Blase auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und YouTube so anschaut, dann könnte man denken, dies seien die glücklichsten Menschen der Welt. Jeden Tag das Meer oder den See vor der Tür, natürlich steht man dort auch für sich allein, so sieht es auf jeden Fall auf den Fotos immer aus, Yoga zum Sonnenaufgang, Frühstück draußen in der Sonne, Mittagsschlaf in der Hängematte, Strandspaziergänge mit dem Hund, Surfen an den schönsten Stränden und abends gibt's Tofu-Spezialitäten. Dann noch ein Selfie im Sonnenuntergang, Lichterketten im Auto anmachen und mit einem breiten Lächeln geht es dann ab unter die Decke, um am nächsten Morgen mit eben diesem Lächeln wieder aufzuwachen. Das ist doch das perfekte Leben, oder nicht? Zugegeben, ja, verglichen mit dem Durchschnittsdeutschen und seinem Alltag ist das schon ziemlich geil. Aber ist das wirklich die Realität oder kommt es uns nur so vor? Wird da eventuell absichtlich oder unterbewusst eine romantisierte Welt geschaffen und jeder, der ebenfalls im Camper unterwegs ist, verspürt den Druck, genau das erleben zu müssen? Und wenn der Alltag im Wohnmobil nicht so ist, macht man dann etwas falsch? Wir sind seit anderthalb Jahren selbst im Camper unterwegs und irgendwie sieht unser Alltag nicht so aus. Zumindest nicht immer. Auch wir hatten schon traumhaft schöne Stellplätze und hatten ganze Strände für uns allein. Aber die Normalität ist das nicht. Auf Plattformen wie Instagram postet jeder natürlich hauptsächlich seine Highlights. Wir Menschen prahlen halt lieber, als dass wir auch mal Schwächen zeigen. So entsteht eine Plattform voller Highlights, die man sich Tag für Tag anschaut und so unbewusst seine eigenen Erwartungshaltungen steigert. Das ist doch keine gute Grundlage, um eine schöne, entspannte Zeit zu verbringen. Anstatt den ganzen Tag am Wasser zu stehen und sich zu sonnen, ist die Realität doch häufig eine andere. Bei uns und wahrscheinlich bei den meisten anderen auch, ist es oft so, dass man auf irgendwelchen Parkplätzen steht, teils in Städten, teils Parkplätze von Wanderwegen oder ähnliches. Man verbringt Stunden mit der Stellplatzsuche, um dann festzustellen, dass am Ende der 4 Kilometer Schotterpiste zu einem der geilen Park-for-Night-Plätze riesige Steine im Weg liegen, damit dort keiner mehr durchfahren kann. In vielen Ländern gibt es immer mehr Verbotsschilder für Wohnmobile und Camper. Das liegt natürlich an uns Campern selbst. Wir sind an bestimmten Orten einfach zu viele und einige benehmen sich dann halt leider so, dass die Einheimischen keinen Bock mehr auf uns haben und dann werden halt Maßnahmen ergriffen. Das Leben im Camper bedeutet Freiheit und Selbstbestimmung und das ist ziemlich geil. Auf der anderen Seite bedeutet Vanlife auch, nichts planen zu können, da eh immer alles anders kommt. Man muss enorm viel Zeit für alltägliche Dinge wie Einkaufen, Wasser holen und die Stellplatzsuche einplanen und lebt zu zweit auf engstem Raum und hängt permanent aufeinander. Warum tun wir uns all das an? Sind wir auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit oder wollen wir möglichst viele schöne Fotos und Videos für Social Media erstellen? Die Idee, einen Transporter auszubauen und eine bestimmte Zeit darin zu leben und zu reisen, die kam von Jasmin. Ich hatte bis dahin gar keine Ahnung davon, wie viele Leute das eigentlich schon machen. Ich habe mich mit dieser Vanlife-Blase erst auseinandergesetzt, während wir unseren Van ausgebaut haben. Ich denke rückblickend, dass das ganz gut war. So wurden zumindest meine Erwartungen an diesen Lebensstil nicht schon Monate oder gar Jahre vor dem Kauf des Transporters ins Unermessliche gesteigert. Während des Ausbaus habe ich realisiert, dass es unglaublich anstrengend ist und lange dauert, so einen Ausbau zu planen und auch umzusetzen. Die lustigen kurzen Reels auf Instagram lassen das doch aber irgendwie immer so leicht aussehen. Wenn man es geschafft hat und einen Transporter in ein Wohnmobil verwandelt hat und alles hinter sich lässt und durch die Welt reist, verändert sich nicht nur die Umgebung vor dem Fenster. Die Reise durch Europa ist gleichzeitig eine Reise zu sich selbst. Man kriegt automatisch einen anderen Blick auf viele Dinge. Wenn man in einem Land aufwächst und die meiste Zeit seines Lebens dort verbringt, dann gewöhnt man sich an die Mentalität, die Sichtweisen, die Regeln und die Gesellschaft in diesem Land. Sobald man für längere Zeit mal rauskommt, erweitert man seinen Horizont, indem man neue Leute kennenlernt, seine Komfortzone verlässt, neue Kulturen entdeckt und sich damit beschäftigt, wer man ist und was man will. Und das Schöne ist, das kommt von ganz allein. So zumindest meine Erfahrung.
Durch den doch sehr minimalistischen Lebensstil im Camper merkt man schnell, was man zum Leben braucht und was man auch getrost weglassen kann. Ich will hier jetzt nicht den Antikapitalisten oder Konsumgegner mimen, es gibt aber schon eine ganze Reihe an Dingen, die man sich nur kauft, weil man das Geld dazu hat und weil man glaubt, das würde einen glücklich machen. T-Shirts von irgendeinem Designer für 600 Euro zum Beispiel oder eine Playstation. Natürlich sind viele Dinge im Leben herrlich unnütz und man besitzt sie dennoch gerne, das kenne ich von mir auch. Es ist aber auch sehr befreiend, mal die andere Seite kennenzulernen. Ein Leben nur mit dem Nötigsten, was man dann auch noch die ganze Zeit dabei hat, das hat so viele Vorteile und man hat dadurch deutlich mehr Zeit, Freiheit und kann die Natur um einen herum genießen und schätzen lernen. Die Möglichkeit zu haben, permanent zu reisen, ob nun aufgrund von Erspartem oder eines Jobs am Laptop, ist nichts Selbstverständliches. Ich mache mir regelmäßig bewusst, in was für einer besonderen Lage ich mich befinde und bin dankbar für diese einmalige Art der Freiheit, die Jasmin und ich uns geschaffen haben. Ich glaube, viele, die Vanlife-Content auf Social Media konsumieren und selbst davon träumen, irgendwann mal diesen Lebensstil zu pflegen, wollen eine Sache nicht hören. Nach einer gewissen Zeit ist Vanlife nicht mehr das, was es anfangs mal war. Was meine ich damit? Wie alles im Leben verliert auch das Langzeitreisen irgendwann seinen Charme. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich will mich hier keineswegs beklagen oder so. Ich finde nur, einem sollte bewusst sein, dass es dem Vanlife genauso ergehen kann wie dem Gameboy, den man früher zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Das Teil war mega spannend und man hat jede freie Minute damit verbracht, bis er langweilig wurde und erstmal in der Ecke gelandet ist. So ist es auch mit dem dauerhaften Reisen. Der Mensch gewöhnt sich leider an alles und somit auch daran, dass man in einem Transporter lebt und jeden Tag woanders ist. Mir erging es so, dass ich zwischenzeitlich vergessen habe, dass ich ja schon seit Wochen in Südeuropa bin und wie geil das doch ist. Ich meine, ich lebe in einem Camper. Spätestens an diesem Punkt wird einem dann bewusst, dass das, was wir hier machen, kein Urlaub ist, sondern man einfach sein ganz normales Leben in ein Auto verlagert hat. Ich glaube, die schönste Art des Dauerreisens ist die, bei der man von Ersparnissen lebt und nicht arbeiten muss. Dann kann man jede Sekunde der Reise genießen. Wenn man hingegen so unterwegs ist wie wir, kommt halt früher oder später ein ganz normales Alltagsgefühl auf. Das gehört halt einfach dazu. Auch das nicht falsch verstehen. Ich finde es nämlich sogar richtig geil, dass ich von unterwegs arbeiten kann und zum Beispiel gerade an diesem Video basteln kann. Ich liebe das. Ich könnte wahrscheinlich auch nicht nichts tun unterwegs. Wenn man es richtig anstellt, hat man beim Reisen viel Ruhe und Zeit in der Natur und kann sich mit sich selbst beschäftigen und reflektieren. Seit Jahren geistert eine Frage durch meinen Kopf. Werde ich jemals glücklich sein? Als ich so zurückgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich mich in den letzten Jahren nicht als glücklichen Menschen beschrieben hätte. Wir haben auf unseren Reisen unzählige schöne Momente gehabt, konnten die ganze Zeit tun und lassen, was wir wollten, und dennoch hat mich das bis jetzt nicht glücklich gemacht. Es ist auch nicht so, dass es mir die ganze Zeit schlecht ging bzw. schlecht geht. Ich bin frei, aber irgendwas fehlt. Natürlich macht das alles die meiste Zeit unfassbar viel Spaß. Ich muss aber auch die ganze Zeit daran denken, wie es nach dieser Reise für mich weitergeht. Beruflich, privat, wo und wie werde ich wohnen? Für mich fühlt sich die Reise in Teilen so an, als hätte ich mir eine bestimmte Anzahl unbeschwerter Tage geliehen und ich müsste diese am Ende der Reise wieder gegen mein ganz normales Leben eintauschen und einsehen, dass Vanlife allein nicht glücklich macht. Ich glaube, das klingt erstmal ziemlich abgehoben, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es doch eigentlich ziemlich normal. Wenn man sich einen 200.000 Euro Porsche kauft, heißt das dann, dass das einen glücklich macht?
Je nachdem, was man für ein Typ Mensch ist, kann dieses Auto natürlich dazu beitragen, sich glücklich zu fühlen. Es kann aber auch nach gewisser Zeit seinen Reiz verlieren und man benötigt etwas anderes, um vermeintlich glücklich zu sein. Mittlerweile glaube ich, eine Sache allein kann einen niemals glücklich machen. Deshalb braucht man sich auch nichts vorzumachen und zu denken, wenn man seine Sachen in einen Van schmeißt und davonfährt, dass alles besser wird und die eigenen Probleme weg sind oder zurückbleiben. Das Gefühl, glücklich sein, kommt von innen. Und ich denke, dass vieles von außen zum inneren Glücksgefühl beitragen kann, man aber mit sich selbst im Reinen sein muss, sich erfüllt und wohlfühlen muss, um sich glücklich zu fühlen. Und diesen inneren Zustand habe ich offensichtlich noch nicht erreicht. Der Grundgedanke vor Reisebeginn war auf jeden Fall, glücklicher zu werden. Das war zum damaligen Zeitpunkt aber auch nicht wirklich schwer, denn viel unglücklicher hätte ich, glaube ich, nicht werden können. Allein der Gedanke daran, aus Hamburg wegzuziehen und für eine bestimmte Zeit zu reisen, hat mir viel Kraft und Motivation gegeben, mich dem Ungewissen zu stellen und es durchzuziehen. Zurück geht ja immer, dachte ich mir. Wie das im Leben nun mal so ist und wie viele Leute gern zu sagen pflegen, die Zeit rennt. Und so ist es wirklich. Das Zurück geht ja immer wurde schnell zu einem Bald geht es zurück. Als wir mit dem Van nach unserer Reise durch Skandinavien und das Baltikum wieder in Deutschland angekommen sind, um Weihnachten in der Heimat zu feiern, da habe ich realisiert, dass schon die Hälfte der geplanten Reisezeit von einem Jahr vorbei ist. Dieses Jahr Vanlife ging so schnell rum, dass wir uns schnell einig waren, dass wir noch ein zweites Jahr Reisen ranhängen wollten. Und während ich das hier gerade erzähle, ist auch von dem zweiten Jahr Reisen bereits ein Großteil schon wieder rum. Hat mich Vanlife bis jetzt glücklich gemacht? Nein. Ist das okay? Ja. Die Zeit im Camper hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet und mir gezeigt, was mir im Leben wirklich wichtig ist. Ich habe in der Zeit so stark wie nie zuvor gemerkt, wie wichtig mir Freiheit und Selbstbestimmung sind. Auch wenn ich mir erhofft hätte, dass mich das Ganze noch ein Stück glücklicher macht, als ich jetzt bin, bin ich einfach nur dankbar, dass ich diese Reise durch Europa und vor allem diese Reise zu mir selbst machen darf. Ich habe nicht nur viel über die verschiedenen europäischen Länder gelernt, ich habe auch eine ganze Menge über mich gelernt. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Aktuell leben wir in unserem Camper, aber Jasmin und ich wissen beide, dass das kein Zustand für die nächsten 5 Jahre sein wird. Wir haben beide den Wunsch, ortsunabhängig arbeiten zu können. Im besten Fall sind diese Jobs gleichzeitig noch unsere Herzensprojekte und wir können eines Tages von dem leben, was uns am meisten Spaß macht. Wir würden gerne in einem kleinen Haus mit großem Garten wohnen, irgendwo auf dem Land, wo wir Platz und Ruhe haben. Wie wir das alles umsetzen, wie das Leben so spielen wird und ob wir das jemals erreichen werden, das wird nur die Zeit zeigen. Der Weg zurück in ein normales Leben wird eine große Umstellung für uns werden und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlen wird. Da habe ich doch ein kleines Déjà-vu. Genauso stand ich vor der Reise auch da. Der Prozess von, was hältst du davon, den Van auszubauen und einfach zu verschwinden, bis hin zu, krass, wir sind gerade über die dänische Grenze gefahren, es geht los. Der hat so viel Mut, Unsicherheit, Stress, Angst, Vorfreude und Abenteuerlust mit sich gebracht. Ich denke, viele, für die Vanlife ein Traum ist, werden es wohl nie umsetzen, eben weil es so viel Mut, Veränderung und Stress bedeutet. Das Lustige ist aber, wenn ich jetzt auf die Zeit blicke, die vor mir liegt, mit all ihrer Ungewissheit und Umstellung, empfinde ich den Weg aus dem Camper zurück in ein geregeltes, normales Leben in Deutschland als viel gruseliger als den Weg aus der Hamburger Wohnung in den Van. Vor der Reise war es ein Gefühl der Angst, ob alles gut geht und gleichzeitig Vorfreude auf alles, was so vor einem liegt. Die Ungewissheit von damals, die ist mittlerweile das Normal von heute. Ich liebe diesen Lebensstil. Er hat so viele Vorteile. Selbstbestimmung, Abenteuer, Minimalismus, Abwechslung und gleichzeitig das Gefühl, sein Zuhause immer dabei zu haben. Ich weiß auch, wie mein Leben in Deutschland vermutlich weitergehen wird und habe während der Reise realisiert, wie tief der Fall doch werden könnte. Ich bin sehr gespannt darauf, wie ich die Dinge in einem Jahr sehe und an welchem Punkt Jasmin und ich dann stehen. Wenn man auf Social Media Fotos von Sonnenuntergängen am Strand sieht, weckt das bei vielen das Fernweh. So war es bei mir auch immer und so wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Ich konnte mir nie wirklich vorstellen, dass man mal so viele Sonnenuntergänge erleben kann, dass man sie gar nicht mehr richtig wertschätzt. Wir haben auf unserer Reise schon so oft das Meer gesehen, waren schon an so vielen schönen Stränden, haben viele Sehenswürdigkeiten und Sonnenuntergänge gesehen und all das hat dazu geführt, dass wir das alles wahrscheinlich nicht mehr so wertschätzen, wie wir es eigentlich wertschätzen sollten. Wie denn auch?
Es ist halt ein Unterschied, ob man gerade seinen Jahresurlaub zum Beispiel in Spanien verbringt und man weiß, man ist jetzt 3 Wochen hier und danach ist man wieder zurück im Alltag, oder ob man unbegrenzt Zeit in Spanien verbringen und sich das ganze Land anschauen kann. Ich denke, diese Erfahrung hat jeder gemacht, der längere Zeit am Stück gereist ist. Ich habe es auch schon bei Einheimischen beobachtet. Natürlich ist es für die Menschen, die dort wohnen, wo andere Urlaub machen, völlig normal, dass die Sonne direkt über dem Meer untergeht. Das ist zwar wunderschön, aber für die Leute halt einfach normal. Deshalb schauen diese Menschen auch nicht mehr so oft dahin und machen nicht jeden Abend ein Foto davon. Das ist zwar ein wenig traurig, aber am Ende des Tages ist es der normale Lauf der Dinge. Alles, was besonders ist, wird irgendwann normal, wenn es dauerhaft da ist. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Außerdem kannst du sehr gerne deine Gedanken zu dem Video unten in die Videokommentare reinschreiben. Du kannst gerne den Kanal abonnieren, damit tust du mir einen Gefallen, du supportest mich. Außerdem verpasst du keine zukünftigen Videos. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.